Udo, bist du eigentlich komplett alltagstauglich noch? Warst du zum Beispiel auf der Post mal, hast einen Brief aufgegeben, also nicht E-Mail geschrieben, sondern vor langer Zeit, das letzte Mal, weil das ist ein Folter, wenn man sowas muss. Ja? Da gehst du hin, stehst in der Reihe mit ganz seltsamen Leuten, die anglotzen. Ja. Also unglaublich schwierig. Also, Postämter, da gehe ich seit Jahren nicht mehr hin, lass das andere Leute. Dann bitte ich dich herzlich, für heute Abend eine kleine Ausnahme zu machen, denn besondere Ereignisse erfordern ja besondere Öffnungszeiten. Und deshalb haben wir ein Postamt für dich vorbereitet. Und ich bitte dich einfach mal einmal mit mir mitzukommen. Du musst gar nicht anstehen, du bist sofort dran, ich verspreche es dir. Ja? Ja. Dazu muss man wissen, dass Udo von der Nummer nichts weiß. Ja, paar kleine Gemeinheiten haben wir schon aufgebaut. Vorsichtsstufe. Guck mal, geht doch gut bei der Post. Keiner glotzt dich an, außer die 2000 hier in Freiburg und die paar Millionen zu Hause. Okay. Und dann öffnet das Postamt und wir sagen, guten Abend, Emil! Ja, Sie müssen nicht meinen, wenn der Schalter offen ist. Ich arbeite. Jetzt kann ich nicht, der Schalter ist geschlossen jetzt. Ah, Sie sind derjenige, der sich für österreichische Briefmarken interessiert. Aha, aber Sie wissen, wir sind heute hier auf dem deutschen Territorialgebiet. Sie können also nicht Briefe mit österreichischen Marken bekleben und dann wegschicken. Die sind ungültig hier in Deutschland, das wissen Sie. Das ist gut. Wo wohnen Sie? In Zürich. Also in der Schweiz? Ja. Ah ja. Und Sie kommen von der Schweiz nach Deutschland und wollen hier österreichische Briefmarken kaufen? Sie sind mir ein lustiger Sie, hä? Ja, ja. Wieder ein neuer Steuertrick, hä? Nein, es gibt auch so schöne Briefmarken in Österreich. Es gibt alte Briefmarken noch mit Fischkleister zum Abschlecken, nicht wahr? Und dann die neuen haben Sekundenkleber. Die dürfen Sie nicht abschlecken. Oh, Achtung, das ist gefährlich. Dann gibt es auch perforierte Marken. Und es gibt, ich habe Ihnen da so ein paar Müsterchen zusammen, falls Sie das interessiert, von den österreichischen Marken zum Beispiel. Das Design von Marken in Österreich ist ja sehr hochstehend. Also die machen ja Kunstwerke mit jeder Marke. Machen die ein Wunder. Schauen Sie mal diese Marke an. Diese Blume, die ist doch ganz modern, toll gestaltet. Jedes Blatt ist gleich lang. Sie können es von hier angucken oder von da angucken. Jedes Blatt ist gleich lang. Und daneben schreiben Sie alles Gute auf der Marke. Also wenn Sie jemand eine Rechnung schicken müssen oder eine Mahnung, dann kleben Sie diese Marke auf den Umschlag, dann heißt es alles Gute. Und alles wäre schon gut. Dann hat es hier, Sie sind da, die drei Päpste sind hier abgebildet. Also ein Johannes, da ist noch ein Johannes und das ist ein neuer da. Und daneben haben sie geklebt da dieses Schornsteinfegerli. Der hat ja mit dem Papst natürlich nichts zu tun. Der ist ja ganz logisch. Doch, wenn im Vatikan die Wahlen sind, dann kommt ja oben der Rauch aus dem Kamin raus. Dann muss der Kaminfeger dann das Rohr wieder putzen. Das ist die Aufgabe vom Kaminfeger, ja. Und hier habe ich eine Marke, 130 Jahre Richard Strauss. 130 Jahre Richard Strauss, da hat man ihm eine Marke gemacht. Und heute ist, wenn man schon 80 ist, ist der Trubel los, hä? Ja. Da ist auch noch eine Marke da, UEFA-Marke von Österreich. Grausam, wie das aussieht, wahrscheinlich ist die UEFA im Sumpf oder die spielen alle im Sumpf, ich weiß das auch nicht. Aber jetzt müssen Sie aufpassen, die Technik hat sich jetzt total geändert in Österreich. Jetzt haben die eine Marke gemacht. Schauen Sie jetzt diese Marke an. Farbig, scharfes Bild, wunderbar, ein junger Mann drauf. Schauen Sie mal. Ja. So.
So, ein richtiger, ich weiß auch nicht, ein richtiger Akteur ist das. Hey, ein Akteur hat noch ein Mikrofon hat er in der Hand. Hey, wahrscheinlich, ich glaube, er ist irgendwie ein Stadionsprecher ist das. Oder einer, der im lokalen Hörfunk jeweils am Morgen die Radarfallen durchgibt. Ja, das ist der. Ja, aber da steht ja noch zum 80. Geburtstag. Zum 80. Geburtstag. Aber man will doch nicht sagen, dass der da 80 ist. Hä? Ja, wahrscheinlich. Da. So ein junger Schnösel da, der war noch nie in New York, so ein junger Schnösel da. Ja, aber es ist eigentlich interessant, wenn ich den angucke und dann wieder sie angucke, ja. Das Lustige hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, jetzt wo sie lachen, ja genau, mit den Zähnen, genau da die Zähne, die genau gleiche Zähne und das Kinn auch. Ja, das stimmt auch. Und das Profil, gucken Sie mal auf die Seite. Ja, natürlich, das Profil stimmt auch ganz genau. Das ist ja Wahnsinn. Was steht denn hier für ein Name? Udo Jürgens. Ah, Udo Jürgens. Also er hat schon eine Ähnlichkeit wie die. Wie heißen Sie denn? Udo Jürgens. Sie heißen Udo Jürgens. Ja, aber Sie wollen nicht sagen, dass Sie das sind auf. Ja, ich wusste es ja auch nicht, aber scheinbar. Sie sind Udo Jürgens. Ja, nein, also ich meine, ich habe schon Marken von Chaplin verkauft und von Päpsten, aber noch nie ist einer vor mir am Schalter gestanden. Und jetzt habe ich Udo Jürgens vor mir. Ja, das ist ja wahnsinnig. Nein! Jetzt kann ich in mein Tagebuch schreiben, Udo im hohen Alter war bei mir am Schalter. Ja, ich werde eine große Werbung machen. Ich werde eine große Werbung machen. Ich werde alles zukleben. Ich werde hier kleben. Udos Leben jetzt zum Kleben. Danke, Udo. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Dein Geburtstag. Großartig. Danke. Emil. Wir nehmen ihn mit. Emil. Leider eine Seltenheit im Fernsehen. Emil, ja. Vielen herzlichen Dank. Und das mit der Marke, er macht Spaß, aber das mit der Marke ist kein Spaß. Ab heute bei der österreichischen Post eine 70-Cent-Briefmarke Udos Leben zum Kleben. Bitte sehr.